Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte auf dem Marsch. Wir ernten aktuell Feld 14. Ja, und dann schauen wir weiter, was wir gleich düngen können. Unsere anderen Felder machen, die sind auch kurz davor reif zu werden. Unser Grasfeld ist gelben Status, so wie im Frühling. Das haben wir auch noch gut gedüngt. Also fast perfekt, würde ich meinen. Ansonsten. So, was haben wir noch an 19? Kann man noch kaufen. Was kostet 19? 720.000. Wer Gerste? Wachstum BD1 13 und ja, da haben wir drei Fälle auf einmal nachher, rein theoretisch. Wachstum, gucken wie, ja, gedüngt ist auch ganz cool. Können wir überlegen. Ah, voll. Hätte auch entsprechend vorwarten können, ne? So. Den anderen Drescherhersteller herfahren? Ja, lohnt sich auch nicht, ne, oder? Haben wir hier alles schon vorbereitet gehabt. Komme ich hier nicht raus. Ja, 30%, das ist. Ja, das ist. Ne? Da fehlen noch ein paar Prozente. 17 oder so. Ja, genau. Kann mir ja mit selber fahren, Anführungszeichen. Da kann man nicht durch. Der wird auch schlecht. Müssen wir ausklappen, das ist auch nichts. Natürlich etwas blöd, ne? Weil ja, so machen, ne? Herbst. Also normalerweise ist die Gerste und Weizen normalerweise viel früher reif. Wenn man das gleich im Frühjahr aussehen, und man muss mal probieren, mal ein kleines Feld auch mal riskieren, erst Tag im Frühjahr zu machen, obwohl es eigentlich dann zu kalt ist, laut Statistik hier. Aber Gerste ist da nicht so empfindlich, denke mal. Wenn der Boden nicht gerade gefroren ist und zu nass, sollte es eigentlich keimen und wachsen. Gras wächst ja auch immer so wieder hier aus oder so. Müsst mal probieren. Wie gesagt, bei kleinen Feld kann man es ja machen. Für kleinen Felder kann auch mal am Hof ein Stückchen nehmen, wo die Wiese ist. Da mal probieren, ob das entsprechend auch bei den Temperaturen wächst. Ein Kollege hat mal erzählt, hat extra gewartet mit dem Aussaat, bis es kühler ist, dass es nicht so viel wächst. So. Aufklappen, sicher. Gleich wieder voll. Habt ihr nicht so.
ein bisschen vorankommen hier. Das dauert mir allzu lange mit einem hier. Bis wir hier das nächste machen können, ne? Also hier düngen und hier Aussaat. Das machen wir gleich weg. Der nächste ist voll. Mann, der frisst das Zeug ja förmlich. Wo ist LKW? Also bloß nicht den Fehler machen und sagen hier und zurücksetzen, dann kann ich das zum Händler fahren. Ja. Der LKW wäre nicht so schlimm, der wäre gleich da, aber... Ich habe keine Zeit gestoppt. Nee. Das heißt, jetzt haben wir... Müssen wir schätzen. So. Machen wir das selber hier. Helfer rein. Und der fährt genau die Richtung, weil das automatisch die Richtung Nord geht. So, mal kurz überlegen. Die nächste Seemaschine holen. Das nur wegen einsteigen. Traktor, nehmen wir gleich einen Fendt, der ist stark genug. So, extra Grünzeug durch den Baum, durch den Traktor durch. So, Seemaschine, die blaue. Weil der hat mit den entsprechenden Mengen drin. Die andere würde auch gehen. Gras braucht nicht viel. Na, dann müssen wir auffüllen, da kommt man nicht hin. So, gleich mal umstellen auf die Zerne. Ja, mal probieren. Mal irgendwann. Pappeln. Da muss ich erst Dings haben. Die Pellerfabrik. Da macht das Sinn. So macht das keinen Sinn. Oh, da kann man auch trotzdem verkaufen im Winter. Hackschnitzel. Ja. Aber jetzt zu spät, das wird jetzt so nichts. Allgemein zu spät. Das könnte man als Parkfläche nutzen. Das ist so uneben. Und da zieht es hochgehoben. Naja, gut, okay. Ja, versuch was wert. Alles wegen der Kühe. Beide voll, ne? 70% geht doch vorwärts. In 3 Minuten jetzt. Bei 10 haben wir auf. Kai hat einen fast vollen Tank, 80%. Das ist gut. Aber wir wollen vorher düngen. Wir müssen 3 Stufen aufkriegen und das ist dann immer. Nicht so einfach. Oh.
LKW, wo bist du? Und hat einen vollen Tank. Der nächste ist auch gleich voll. Getreide geht schnell. Gute Träge. Haben gut gearbeitet. Alles fürs Bier, Weizenbier, aber sehe ich auch nicht ganz so. So, der nächste ist voll. Der neue Drescher, der ist ziemlich gut erhalten. Beziehungsweise. Ne, Quatsch, LKW ist tankvoll. Da, 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 da. Ob da wird schon rauskommt noch. Hier ist das Gute, das könnten wir rein theoretisch stehen lassen. Auch das mal nicht, wir fahren aber zwei Drescher. Der zweite ist wieder bei 44%. Ja, wir gehen ein bisschen so voran. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.